Ja, ihr seid thematisch angelegt. Ist es das erste Mal, wo ihr im Schwarzsee seid? Nein, das zweite Mal. Wettermässig habt ihr andere Jahre in Erinnerung? Ja, also als wir letztes Mal waren, hat die Sonne geschaut und es war ziemlich warm. Wie wäre es, wenn es nicht mehr stattfinden würde? Wäre es schade, oder? Ja, ich meinte, ich das Jahr mal etwas gelesen, dass sie wollen, das irgendwie auflösen oder absetzen oder wie auch immer. Aber ich hoffe, das bleibt. Das ist, glaube ich, recht begehrt, das Schwingen auch da. Für was sind die Samariter heute da? Wir sind heute da, für im Notfall zu helfen, ob das bei den Schwingern ist oder auch bei den Zusauern. Normalerweise sind es noch kleinere Sachen, weil heute ist es nicht so heiß, also ist keine grosse Gefahr von Sonnenstich. Und von dem her sind wir einfach bereit. Und das gibt eine Sicherheit am Organisator. Und was ist das Jahr speziell? Das Wetter ist nicht so gut, es hat ein bisschen Schlamm überall, aber das ist kein Risiko an sich, oder? Ja, der Schlamm ist nicht das Risiko. Also man kann ausgeschlüpfen und kann sich natürlich einen Knöchel verdrehen und irgendwann verschalpen, aber das ist nicht so gefährlich. Also Hitzeschlag oder Sonnenstich bei 30 Grad, das macht mir eigentlich fast mehr Angst und Probleme. Ja, von dem her recht angenehm eigentlich das Wetter, oder? Ja, also über das kann man nicht drüber streiten. Ja, solange das nicht regnet. Der Morgen, wo es noch geregnet hat, ist nicht so angenehm. Aber jetzt ist es gut. Also für uns ist es angenehm, wenn es nicht so brettscheiss ist. Wie viele seid ihr, Samariter, die hier im Einsatz sind? Wir sind im Moment 5 Leute hier. Plus, dann hat es noch einen Arzt. Also die Organisatoren, die auch noch gegen einen Arzt organisieren. Und der ist auch vor Ort. Und wenn es etwas ganz Komplexes ist, dann können wir immer rufen. Und dann kommt der nachher unterstützen. Was ist eure Aufgabe heute? Was macht ihr? Also wir haben hier die Seislertracht an und wir sind eigentlich die Ehrendame hier. Traditionell, genau. Und ja. Und was macht eine Ehrendame? Also das Highlight ist sicher am Abend die Kränze verteilen an die Schwinger. Und ja, auf das freuen wir uns schon den ganzen Tag. Ja. Okay. Ja. Ihr seid recht, also für mich sieht es nach Kostüm aus. Eben, fühlt sich so ein bisschen an wie eine Verkleidung, oder? Das ist eine Tradition und Cher, die heute hier in der Tracht, in der Seislertracht, dürfen da sein. Okay. Gibt es noch andere Anlässe, die man die Seislertracht trägt? Ja, zum Beispiel am Albabzug. Die meisten, die zügeln sicher in Jahren. Oder vielleicht mal am Geburtstag oder sonst so. Thank you.